missed us in 4 minutes. Okay, so schedule is the schedule. All right. First show of a tour, Dom? Very nervous. Guys are very nervous. I'm just stressed as fuck. Not nervous, I'm just stressed. Why? I don't know why. Enjoy. Have fun. It's happening, brother. It's happening. It's happening. It's the first one. It's the first one of many. Look at that. Yeah. Tommy, come on. Let's have fun. Für die fünf Jungs von Induction ist es das erste Konzert mit ihrem neuen Album. Die Heavy-Metal-Band will ganz nach oben mit einer Plattenfirma aus dem schwäbischen Donsdorf. Come on, let's do this. Let's do it. In der Besetzung spielen sie zum ersten Mal vor Publikum. Gleich geht es auf die Bühne. Donsdorf in der schwäbischen Provinz ist eine internationale Heavy-Metal-Hochburg. Thomas Zwirner alias Zwini arbeitet bei der Plattenfirma Atomic Fire. Diese ist gerade dabei, wohl das größte unabhängige Metal-Label der Welt zu werden. Bei Atomic Fire ist die Newcomer-Band Induction unter Vertrag. Ihr Auftritt im schweizerischen Pratteln ist der Auftakt der Europa-Tournee, um ihr neues Album zu bewerben. Ich glaube aber, dass es für eine junge Band wie Induction jetzt auch um die Chartplatzierung geht. Am Freitagnachmittag, die große Spannung, schaffen wir es in die Charts, in die offiziellen deutschen Charts, weil auch für die Bands die Chartpositionen nicht ganz unwichtig sind, wenn es nachher dann geht, an welcher Stelle sie auf dem Festival spielen oder auch bei Gagenverhandlungen. Damit das Album pünktlich im Vorverkauf landet, organisiert die Plattenfirma vorab Produktion und Vermarktung von Vinyl, CD und Digitalem. Sie stellt das Budget fürs Musikvideo und macht Werbung. Alles in der Hoffnung, dass sich die Investition auszahlt. Bei der Musik redet das Label nicht mit. Das ist der heilige Bereich der Künstler. Zwini ist bei Atomic Fire für Großhandel und Mailorder verantwortlich. Dort legt man großen Wert auf physische Tonträger wie CD und Schallplatte, weil sie weiterhin wichtig sind, sowohl für die Charts als auch für die treuen Metal-Fans. Ja, hallo. Ich hätte noch ein bisschen Vinyl aus Lager. Brauchst du noch was? Ja, also gerade für die nächsten Shows würde ich auf jeden Fall noch mal was abnehmen. Mindestens mal 10 CDs und 10 LPs. Also die werden wir definitiv auch loskriegen. Atomic Fire wurde erst 2021 gegründet. Doch die Mitarbeiter haben eine schwierige Entscheidung hinter sich. Bis 2018 waren viele bei der in der Metal-Welt berühmten Plattenfirma Nuclear Blast unter Vertrag, die ein paar Straßen weiter, ebenfalls in Donsdorf, sitzt. Doch ihr altes Label wurde vom französischen Digitalkonzern Believe geschluckt. Zwini und seine Kollegen mussten sich entscheiden,
ob sie zu Atomic Fire wechseln oder in einem Musikkonzern weitermachen wollten. Ich war 21 Jahre bei Nuclear Blast. Von 1. August 2000 bis 31. August 2021. Ich glaube, das war eine von den gewaltigsten Entscheidungen in meinem Leben. Das ist schon eine Herzensangelegenheit und ein Traum immer gewesen. Und ich muss dann auch auf den Arm tätowieren lassen. Venture Danger, ne? 666% Nuclear Blast. Es ging bei Nuclear Blast unter der neuen Führung in eine andere Richtung. Und die war für mich nicht diejenige, die ich noch 10 Jahre meines Lebens mit genauso viel Herzblut durchziehen wollte und konnte. Ich bin nicht der Mensch, der dafür geschaffen ist, in Konzernstrukturen zu arbeiten. Da ging echt einiges schief, aber für die erste Show völlig normal. Ich glaube, vorne hat man das auch nicht so gemerkt. So oder so war das jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Starter gewesen. Ja. Klasse. Guck mal. Tim Hansen ist Gitarrist von Induction und Kopf der Band. Er schreibt die meisten Songs und organisiert die Tour, auf der sie als Vorgruppe von Sirius Black spielen. Nach dem Abbau heißt das Warten auf den großen Moment, denn um Punkt Mitternacht wird ihr erstes Album mit Plattenvertrag im Netz veröffentlicht. Da befindet sich unser Schlafgemach, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Jetzt sind wir tatsächlich komplett 18 Leute. Gibt aber auch Nightliner mit 20 oder 22 Leuten. Das wird dann sehr eng. Ich muss sagen, die allererste Nacht, die ich im Nightliner verbracht habe, fand ich sehr schwierig. Also es schaukelt halt alles und wackelt und es ist relativ laut mit dem Motor auch. Also, aber inzwischen habe ich mich da wirklich dran gewöhnt und ich stelle mir immer so ein bisschen vor, dass ich im Raumschiff sitze und ins Weltall fliege. Und dann macht das irgendwie wieder Spaß. Touring ist extrem anstrengend und schwierig und trotzdem gibt es wenige Dinge, die so anstrengend und schwierig sind, die Leute so gerne machen wollen wie das. What's up, man? Yeah, I'm filling up this thing. Yeah? Yeah, just to have some drinks on the road and So the album is out in 12 minutes. I know. Yeah. Exciting. That's why, I've already heard it. Yeah. Okay. So. How long to go? 9 minutes to go? Kind of, yeah. 9 minutes to what? Yeah. To midnight. Which means album release. Leaving to midnight. So we're live streaming right now. Yeah, we're live streaming. Awesome. Hello, everybody. Hola. The album is being released in a few minutes. Yeah. And we're just filming the whole process. Deutsch. Deutsch. Morgen haben wir dann den physischen Release. Genau. Wir haben tatsächlich jetzt schon eine ganz gute Chance zu charten, zumindest in den Top 100 zu landen, denn die Vorverkäufe der Vinyls und CDs sehen schon ziemlich gut aus. Und 3, 2, 1. Happy Release Day! Happy Release Day! Born from Fire Album Release 2022. Oh my God. Amazing. So I reload. Zero people listening. 4 people listening right now. So let's check. I believe I can fly. Where the. I believe I can touch the sky. About you every night and day. Tim is here. 5 people listening. Listening to the people who's listening to the album. So 51,000. Oh, that's good. 51,000 streams in
0 minutes. This is how big we are. Amazing. In einer Woche wird sich zeigen, ob sie es in die Top 100 geschafft haben. Hella Waits, auch das Cover zeigt, worum es geht auf der Platte, war meine erste Slayer, die ich mir selbst gekauft habe als Teenager vom Taschengeld. Inzwischen habe ich sie, glaube ich, in 10 verschiedenen Versionen zu Hause. Die Hochzeit des Heavy Metals ist natürlich angesiedelt in die 80er, wo die LP das Medium der Wahl war. Die Schallplatte wurde zwischenzeitlich für tot erklärt. War sie aber nie, insbesondere in den Nischen, gab es immer LPs und inzwischen gibt es eine Renaissance und die Presswerke kommen nicht mehr nach, Schallplatten zu pressen. Der Bedarf ist viel größer als das, was produziert werden kann. Eine erste Maßnahme bei Atomic Fire war, eine eigene Plattenpresse zu kaufen. Sie steht jetzt neben der von Metallica im Presswerk in Niedersachsen. Um die Schallplatte dreht sich auch der Wechsel von Sweeney und seinen Kollegen zu Atomic Fire. Denn seit der Digitalkonzern Believe ihren Ex-Arbeitgeber übernahm, habe dieser weniger Wert auf Vinyl gelegt. Die Zukunft heißt dort Streaming. Ossi, dein Kettlemäßig kommen. Ja, geil. Sau gut. Und sogar die Farbige. Top. Jetzt kann Weihnachten kommen. Mega. Markus Voskien, alias Vossi, ist einer der Geschäftsführer bei Atomic Fire. Auch er verließ Nuclear Blast nach der Übernahme durch Believe. Ich glaube, Nuclear Blast war immer so ein bisschen so das gallische Dorf. So eine verrückte Horde wilder Metaller, die einfach ihr Ding machen und komplett gegen alles verstoßen, was sonst eigentlich Mainstream ist. Und es aber enorm wäre. Möglich gemacht haben, Unmögliches möglich gemacht. Also immer wieder. Ja. 2004 kam Nightwish mit Once zu Nuclear Blast, also die Band war schon auf dem Sprung und das ist ein Selbstläufer geworden. Die Band ist richtig durch die Decke geschossen. Nahezu in jedem Land gab es Gold, Platin, mehrfach Platin. 2004 erreichte Nuclear Blast zum ersten Mal Gold. Mit solchen Erfolgen wurde das Label zum Independent-Weltmarktführer für Heavy Metal. Und mit etwa 200 Mitarbeitern ein richtiger schwäbischer Mittelständler. Von Donsdorf aus wurde die ganze Welt mit harter Gitarrenmusik versorgt. Hinter dem Erfolg steckte Markus Steiger. Er gründet 1987 Nuclear Blast. Sein Büro war im Elternhaus. Seine Bands machten auf Tour häufig bei ihm Zwischenstopp zum Übernachten. Nuclear Blast war bald das Stadtgespräch im kleinen Donsdorf. Ein Epizentrum des Heavy Metals liegt seitdem am Fuße der Schwäbischen Alb. Im Grunde lief alles nahezu perfekt, kann ich sagen. Zu dem Zeitpunkt, da hat der Gründer von Nuclear Blast, Markus Steiger, einfach beschlossen, er muss jetzt irgendwas in seinem Leben verändern, einen Schlussstrich ziehen und hat halt beschlossen, das Label zu verkaufen. Ich meine, der hat 35 Jahre lang, 7 Tage die Woche, 24 Stunden dafür gelebt. Ich habe manchmal zu ihm gesagt, wenn du es noch 2-3 Jahre weitergemacht hättest, wärst du tot gewesen. Ja. Ja. I am a man who walks alone. And when I'm walking a dark road, night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a
little anxious when it's dark. In seinem Hobbyraum verbringt Markus Steiger, der Gründer von Nuclear Blast, jetzt viel Zeit mit seinen Flipperautomaten. Meine Eltern haben mich gewähren lassen. Die hatten sich nur Sorgen gemacht, weil die Musik halt für sie keine Musik war. Und die hatten Sorge, dass mit dem Krach ich dann halt irgendwann auf der Straße sitze und nichts verdiene und nichts habe. Ich habe dann gesagt, nee, muss ich machen, wird schon laufen, fertig. Und wenn jemand fragt, wie hast du es gemacht, dann sage ich, wahrscheinlich war das die Erfolgsformel, dass ich etwas produziere, was ich selber kaufen würde. Und wenn ich das kaufen würde als Fan, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Metal-Fans das auch kaufen, groß. Und das war eigentlich die ganze Geschichte. Nuclear Blast wurde zum größten unabhängigen Heavy-Metal-Label der Erde. Markus veröffentlichte über 2000 Platten. Seine Bands schafften mehrmals Platz 1 der Charts und Nightwish gewann den Echo. Irgendwann fragt sich halt, macht es Sinn, wenn du das komplette Leben am Handy verbringst, bei E-Mails, Meetings? Und da habe ich gedacht, ja, die Informationsflut wollte ich etwas eindämmen, weil es gut tut. Dann haben wir mit einigen Firmen gesprochen, Warner, Sony, Belief. Ich habe die Entscheidung getroffen, das so zu machen und hier auszusteigen, wobei ich eben nicht ganz aussteigen wollte, sondern ein paar meiner Kinder habe ich behalten, musste halt eine Auswahl treffen und habe gedacht, das mache ich mit 9 weiter, dass ich einfach mehr Zeit für mich und Familie habe. Den Zuschlag bekam Belief Digital. Aber 9 Bands nahm Markus mit in sein neues Label Atomic Fire. Darunter Namen wie Halloween, Opeth und Meshuggah. Und auch treue Mitarbeiter folgten seinem Ruf. In einem inhabergeführten Unternehmen werden sicher auch manche Entscheidungen aus dem Bauch rausgefällt. Und beim Konzern hat halt erstmal der Controller gefragt, ob das jederzeit richtig ist in einem Geschäftszweig, wo wir ja auch nicht nur Schallplatten, sondern auch Emotionen verkaufen. Sei mal dahingestellt. Ich denke, im Heavy-Metal-Bereich muss man eigentlich auch auf sein Bauchgefühl hören. Manchmal, ja. Richtig. Entweder dich haut eine Band um und du hast eine Vision oder eben nicht. Also sei nichts nur noch nach Streaming-Zahlen zu beurteilen. Und Belief Music hat halt natürlich den Ansporn, hauptsächlich digital zu vermarkten und zu verkaufen. Vor ein paar Monaten spielte Halloween in der Schleierhalle. Dort stand Tim mit seinem Vater auf der Bühne. Das war ein ziemlich cooler Moment. Da auf dem großen Bildschirm hinten. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal mit Induction auf solchen Bühnen stehe. Das wäre natürlich noch mal was anderes. Dieses Jahr war mit Halloween in Stuttgart. Das war echt cool. Da bin ich für ein Medley mit auf die Bühne gekommen und habe ein paar von den Oldschool-Songs von Halloween mitgespielt. Es waren an dem Abend fast 10.000 Leute. Also meine größte Show jemals und wahrscheinlich auch für eine lange Zeit jemals. Ich stehe da wirklich mit Legenden auf der Bühne eigentlich. Und für mich sind das alles normale Menschen, weil ich die einfach alle so kenne. Aber für viele andere Leute sind es Legenden und deswegen war es sehr magisch und ein echt toller Moment. Da kommt jetzt mein Vater. Das war ein sehr cooler Moment. Hi. Hallo, Papa. Na, wo bist du denn? In Karlsruhe. Ah, stimmt, am Proben bist du, ne? Ja, heute, gestern. Halloweens. Gestern angerufen.
super. Und die Verkäufe auf der Tour jetzt? Die Verkäufe auf Tour sind bis jetzt ganz gut. Also, ja, fein, das ist doch schön. Und T-Shirts laufen auch? Ja, die sind ausverkauft. Die Born From Fire CD war ausverkauft, da haben wir auch eine Nachlieferung machen lassen. Die Vinyl war ausverkauft, also ist sehr gut. Noch mal extra auf der Tasche, ne? Ja, ja. Ja, gut, ich muss jetzt zum Soundcheck, also... Okay, genau. Super. Tschüss, bis bald. Dann viel Erfolg. Danke. Hab dich lieb, bis dann. Ciao. Ich bring dir noch mehr Ware, was soll ich dir denn hinstellen? Ja, das kannst du gleich noch mal. Ja, Achtung, schwer. Vinyl. Ja. Oranges Vinyl, 22 Stück. Ja, perfekt. Die, was ihr angefordert habt. Ja. Sag mal, ja, servus. Bin ich zu sehen. Grüß dich. Alles klar? Ja. Als Band verdienst du auf Tour am Merchandise, an den verkauften Tonträger endlich mal ordentlich Geld, muss man ja mal sagen. Also das Wichtigste, die wichtigste Einnahmequelle ist für Bands eigentlich dann im Endeffekt die Tour, wenn die Leute dann eben das Merchandising kaufen. Auch in Stuttgart warten nach der Show Freunde und Fans, bevor es weitergeht nach Salzburg. 3 Jahre jetzt schon mit dem Boot. Nicht dabei. Wie bin ich über euch gestolpert? Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich euch gefunden. Ich weiß nicht, woher es kam. Und du warst auch richtig geil davon. Du hast dich abgebrochen. Also danke dafür. Dafür nicht. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Ja, und ich meine, so funktioniert das ja auch. Weißt? Ich meine, ihr lebt ja davon, dass Leute auf das reagieren, was ihr tut. Arbeitet hier in Donsdorf in der Middle of Nowhere einfach ruhig. Und es war auch nie ein Thema, dass man irgendwie in die Großstadt nach Stuttgart oder so geht. Weil man hat ja alles und man ist eh vernetzt. Heutzutage ist sowieso alles global. Jede Veröffentlichung, die wir machen, erscheint eigentlich weltweit. Wie Vossi stammen viele Mitarbeiter aus der Region. Für sie ist Metal Klang der Heimat. Und auch nach den Querelen der Firmentrennung sind sich die lokalen Metal-Kollegen verbunden. Schau mal, du musst ja später den ganzen Laden übernehmen. Guck, das ist unsere Playlist. Ja, mit der musikalischen Früherziehung kann man nicht früh genug anfangen. Bei mir ging es damals auch los mit klassischen Rocksachen, also Queen und Scorpions. Das waren zwei meiner ersten Schallplatten. Die Scorpions allerdings, die musste ich mir nochmal nachkaufen. Meine Mutter war die Zensur und hat das Cover zerrissen. Das war ja dann doch ein bisschen zu obszön von 8-jährigen Buben. Vossi ist dieser Musik treu geblieben. Sein erstes Gold bekam er mit Hammerfall. Das schaffen nur wenige Bands. Die meisten scheitern schon am Plattenvertrag. Also in der Regel kriegst du wirklich Bewerbung per E-Mail. Oder eben, eine Band hat das Glück, sie hat schon einen großen, bekannten Manager oder jemand, der in der Musikbranche was zu sagen hat. Also über die Connection durch einen bekannten Musiker zum Beispiel reinkommen, ist eigentlich fast schon eher die Regel. Also Gold zu halten in Deutschland, das schaffen eigentlich kaum mehr Metal-Bands. Also musst du dann wirklich Iron Maiden, Metallica, die Größenordnung sein. Ist uns jetzt schon welche Nummer gelungen. Wir hoffen, dass wir eines Tages mit Halloween so weit sind. Also die sind auf dem besten Weg. Das wird wahrscheinlich die erste Band von Atomic Fire sein, die Gold in Deutschland erreichen könnte. Eternity.
Zu Tourneeabschluss und Bekanntgabe der Chartsplatzierungen ist auch Bandmanager Markus Steffens in die oberfränkische Provinz gereist. Er war früher bei einem Major-Label und vertritt Metal-Größen wie Hammerfall. Er bringt die nötigen Verbindungen mit. You didn't enter the charts, the top 100. I'm sorry for that, but he has the strongest competitors ever. Okay. Chris Metal release. Oh yeah, well, yeah, sure. Das ist halt jetzt vor Weihnachten mit den ganzen Weihnachtsreleases und die deutschen Charts, das ist ja eben nicht nur Metal, sondern auch Pop und Mariah Carey Neuauffassung und das ist dann ja immer ja, ganz oben. Ne? Es wäre natürlich sehr schön gewesen, da unter die Top 100 zu kommen, aber das ruiniert mir jetzt nicht den Tag. Induction schaffte es zumindest in die Top 200 der Trendcharts. Bei Atomic Fire geht es nicht nur um Erfolg, sondern auch um Grundsätzliches. Wer ist nur unabhängig? Das ist die Frage von den Konkurrenten. Fast bei jedem steckt irgendein Major dahinter. Ja. NBA Belief. Belief Music ist halt ein Digitalkonzern. Nuclear Blast ist ein Label mit vielen traditionellen Bands, auch vielen älteren Künstlern, die schon seit den 90ern bei Nuclear Blast unter Vertrag sind. Bands mit einem physischen Hintergrund und viele Bands, viele Mitarbeiter auch, haben uns da dann einfach nur mal wohl gefühlt. Und dann stand immer wieder mal so im Raum, der Standort wechselt nach Hamburg, hat auch schon viele hellhörig gemacht und viele dann gesagt, oh, dann ich suche mir einen Plan B. Ich war kurz davor, dann auch zu überlegen, was ist jetzt mit dem Musikbusiness? Holst du ja nach über 30 Jahren mal wieder einen anständigen Job? Und dann kam Wossi auf mich zu und fragte, ob ich da Bock drauf habe. Und ja, definitiv. Wenn wir aufhören zu träumen, brauchen wir das Ding hier nicht machen. Also das, meine Entscheidung, hierher zu wechseln, war auch nicht die Zeit bis zur Rente abzusitzen, sondern weiter zu träumen. Richtig, ja. Und die Firma einfach zu etablieren als wichtigen Player in der ganzen Sache. Und ob wir schon die Größten sind, ich weiß es nicht, aber wir spielen auf jeden Fall oben mit. Und ja, Donzdorf als Standort des Heavy Metals weiter zu etablieren und beizubehalten. Jetzt ist es Atomic Fire und ich glaube, dass das auch sogar noch mehr als Nuclear Blast die richtige Wahl für uns ist, weil wir nicht so untergehen zwischen den tausenden Bands, die bei Nuclear Blast gesigned sind. Grundsätzlich so, wie wir arbeiten und wie es auch vom Gefühl her ist, ist es einfach so. Ne? Wir haben eine gute Zusammenarbeit und wir versuchen das Beste draus zu machen. Und was dann im Vertrag steht, ist halt eher so eine Richtlinie. Ich muss irgendwann auch Geld damit verdienen. Mein Ziel wäre jetzt erstmal kurzfristig, dass wir auf Tour gehen können, ohne uns um Finanzen oder so Sorgen zu machen. Aber abgesehen davon geht es ja eigentlich darum, dass wir die Musik an die Leute bringen und dass ich dann auf der Bühne stehen kann und sehen kann, wie die Leute die Songs einfach fühlen und mitsingen und Spaß haben. Es muss darum gehen, dass die Leute live das Lied hören und einfach abrocken.